Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch auf Overpass. Wahnsinn. Ist gar nicht so lange her, das letzte, ich weiß, aber trotzdem ist es eher selten, dass wir Overpass haben, würde ich sagen. Von daher optimal. Eigentlich wollte ich jetzt gerade schon mal das nächste YouTube-Giveaway starten, aber Skin Baron braucht noch ganz kurz. Und bevor ich euch da dann jetzt was verspreche, wollte ich jetzt noch ganz sicher gehen oder auf Nummer sicher gehen, dass es halt auch so wird. Er kommt jetzt von hinten angedackelt. Etwas verwirrt und zackelig am Aim. Aha, er riecht da scheinbar jemanden Stehenden. Mhm. Da scheint jemand einen riesen Zinken zu haben. Wegen dem Giveaway, da ich denke, dass es zu 90% so sein wird, kann ich euch schon mal so viel verraten, dass es eine Empress, die Impress oder Empress wird. Ziemlich geiles Teil. Und ja, da warte ich nur noch auf das letzte Go von Skin Baron selbst. Und dann haben wir hier auf YouTube mal so eine leckere Impress am Stiesel. Ich glaube, das ist dann das erste Mal, dass ich so eine Impress überhaupt kurzweilig in meinem Inventar habe. Und das erste Mal halt auch, dass ich die dementsprechend raushau. Die hatten wir noch nie, daher was ganz Besonderes. So, was macht er jetzt? Nachdem er vielleicht gerochen hat, dass sie gerade alle hochgegangen sind. Das ist doch so ein Lürchen, ne? Mal schauen, wie er diese, ich sag mal, Naseninformation jetzt nutzt. Die schmeißen ja schon mal geile Mollys, obwohl er wirklich gar nicht so übel ist, natürlich, ne? Fürs Crossen darüber. Haarig. Und der andere steht close. Er traut sich gar nicht raus. Ach gut, warum denn das? Oh, 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 oh. Da kriegt er so ein bisschen die Klöten angeschossen. Achtet auch mal auf die Feinde, ne? Wie die sich bewegen, was die so machen. Wir haben jetzt ja immer mal wieder eben auch Hacker oder Hacker im Gegnerteam gehabt und auch im eigenen Team. Da müssen wir ganz genau die Augen offen halten. Also es hat zwar nichts mit dem Fall zu tun, ne? Was er anhat oder nicht, hat er an oder nicht. Das ist völlig irrelevant, was die anderen so treiben. Aber es ist interessant zu sehen, Richtung Trust-Faktor, inwiefern mehrere Hacker eben zusammengewürfelt werden. Wir hatten ja schon Spiele, das waren ja reine Hacker-versus-Hacker-Spiele, bei denen dann zwar ein, zwei, drei sehr arme Legends halt mit drin hängen. Aber so alles in allem ist es an sich immer ein ganz nettes Anzeichen, wenn halt mehrere Hacker in einem Spiel zusammensitzen. Was würdet ihr sagen? Steady-mäßig? Wie ist er so drauf? Also von seinem Fadenkreuz her? guck mal, wie er so richtig hinguckt. So, ist er noch da? Ja, ja. Ich meine, ich will jetzt nicht spoilern. Ihr könnt euch gerne eure eigene Meinung darüber bilden, ne? Aber Blackbird ist der Letzte. Oh, und er regelt. Zebra weg. Okay. Mhm. Delta rückt nach. Und wisst ihr, was auch bald nahe rückt? Der Livestream. 18 Uhr geht's los, also in einer Viertelstunde bzw. in ein paar Minuten, sobald das Video fertig ist. Ich freue mich auf euch. Wir machen wieder Viewer Games, Giveaway, labern, Spaß haben. Vielleicht malen wir uns auch die Gesichter an. Drei ziemlich schicke Kills waren da am Start, Monsieur. Aber was ist... Oh, er holt auch den vierten. Macht er alle! Das muss ein sehr guter Spieler sein. Die Menge zu Haupt. Wow. Großnasen Johnny. Oh, wer macht denn da den Spinbitterich? Big Nose Johnny ist am Riechen. Und er atmet die Kills einfach ein. Mal gucken, ob wir den Spinbot von hier sehen, den gegnerischen. Hör auf, guck jetzt mal richtig die Feinde an, du Dackel. Das sind nur vier, wo ist denn der fünfte? Ah, der ist auf B. Und er legt sie um. Ist es B? Ich meine, ist es der fünfte drüben, der Whale? Der ist Nummer 8 von den Spielern her. Schauen wir mal, ob er noch welche klatscht da auf B. Er kommt jetzt hoch auf A. Hopp, ich will Whale sehen. Ah, da hinten kommt Whale. Achte, da kommt Whale. Oh! Ich hab mich geirrt. Ich hätte schwören können, der Kerl wurde letzte Runde eben von diesem, von einem kurzen angeschalteten oder zugeschalteten Spinboard weggeregelt. Der Gegner hat auf den Boden geguckt und gekillt, oder? Ihr könnt zurückspulen, ich kann es nicht, ihr müsst mal schauen. Ich hatte gerade im Overwatch davor wieder einen Spinbotter, wobei ich seit langem keinen mehr hatte, aber gerade gestern war da wieder einer da. Ich war eigentlich schon, oder wir waren, die Overwatcher-Gemeinschaft war schon guter Dinge, dass Spinbotter endlich erkannt werden. Automatisch und einfach aussortiert werden. So, ja, ist doch was merkwürdig, ne? Aber irgendwie ist das nach wie vor nicht der Fall. Oder zumindest ist der durchgerutscht. Vielleicht wäre der von alleine verschwunden nach ein paar Stunden. Das kann sein. Und ich habe halt den unglücklichen Fall oder Griff ins Klo gemacht und habe ihn dann kurz gehabt. Naja. Oh, 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 oh. Habt ihr das gesehen, wohin der gerade eben geschaut hat bei den Kills? Sehr stark aufs Gras. So ein naturliebender Mensch. Das Gras und die Blume. Das erinnert mich so ein bisschen an die Szene aus dem Fallout VR-Video, das ich für euch gemacht habe, wo ich Fallout 4 mit der VR-Brille gespielt habe und mich gebückt habe, um mir eine Leiche genauer anzugucken und dann mit der Hand einfach so zur Seite, puff, und jemanden erschossen habe. Das war ziemlich edel. So ungefähr läuft es bei einem Spinbot. Ich lasse euch auch wie immer den Raum für eigene Interpretation, was er da angehabt und was nicht, und sage euch dann das nächste Mal, was ich gedrückt habe. Ich mache mich dann bereit für den Stream. Wir sehen uns dann gleich im Livestream eben. Macht's gut. Bis dann. Muah!